Hey, Schorsch, Leute, willkommen zu einem Video, wo ich jetzt eigentlich schon seit längerem machen wollte, aber da sich jetzt der neueste Trailer erst vor ein paar Tagen gezeigt hat, hab ich doch nochmal gedacht, so gut, dass du gewartet hast. Auf jeden Fall, es geht um Yakuza Zero, es geht um Yakuza 7 oder Yakuza 7 Like a Dragon. Der Titel, wo bislang noch niemand eine Ahnung hat, ob es jetzt tatsächlich mein Titel bleibt oder ob es ein Spin-off wird. Weil bislang ist es irgendwie, ich weiß nicht, es klingt wie ein Main-Titel, es wird höchstwahrscheinlich auch ein Main-Titel sein. Aber es gibt einem halt so diese Spin-off-Vibes irgendwie, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Da, ich habe mir jetzt mal die Trailer letztens angeguckt, den Release-Trailer natürlich und jetzt den neuesten zur Tokyo Game Show. Und ich habe gedacht, ich gebe euch mal so meine zwei Sinne dazu bezüglich des Ganzen, weil man will schon so ein bisschen was verändern in Yakuza 7 und deswegen habe ich gedacht, ich gönne euch mal so mein Stück Gedanken für diejenigen, die es interessiert. Und zwar, ich bin sehr neugierig. Es könnte verdammt gut laufen, es könnte aber auch verdammt in die Hose gehen. Nämlich aus zwei Gründen. Also, zum einen, neue Stadt, neue Hauptcharaktere, neue Hauptstoryline habe ich absolut kein Problem mit. Klar, ich würde jetzt auch nicht satt werden, noch ein Spiel mit Kiryu als Protagonisten zu sehen. Er hätte es aber auch kein Problem damit gehabt, hätte Majima mal sein eigenes Spiel bekommen, just saying. Aber, ne? Sega, call me later, we can talk this out. Aber, ich sag mal so, ich habe jetzt kein Problem damit, eine neue Stadt kennenzulernen, einen neuen Protagonisten kennenzulernen. Habe ich absolut kein Problem mit. Zumal die Storyline wirkt halt noch sehr, so von dem, was man bislang sieht, wirkt sie sehr Yakuza Kiwami 1-ig. Also halt so nach dem Motto, ne, du springst für jemanden in die Bresche und auf einmal heißt es dann so, ja, well, du bist auf einmal scheiße, you know? Also halt so diese ganze Kiryu Nishiki-Sache aus Kiwami 1, basically. Was jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, schlimm sein muss, da bleibe ich jetzt einfach mal gespannt. So lange müssen wir auch nicht warten, aber ich werde noch länger warten müssen, weil ich habe mir halt gesagt, ich gehe die Reihe nach und nach durch. Und damit habe ich noch eine Menge zu tun. Ich bin jetzt erst quasi bei den Streams bei Yakuza 3, wo ich auch super finde, dass sie jetzt diese die Yakuza Collection rausgehauen haben, basically. Wo du nach und nach denn halt die sämtliche Yakuza-Teile auf deiner PS4 spielen kannst. Nämlich, das ist das Geilste. Das war nämlich vorher für mich ein bisschen schwierig. Jetzt nach Kiwami 2, wo übrigens beendet ist und ihr jetzt auf Twitch nachgucken könnt. Sowohl Zero als auch Kiwami 1 findet ihr alles unten in der Beschreibung. Falls ihr euch das nochmal im Nachhinein angucken möchtet, ein bisschen Benchwatchen wollt. Denn war es ein bisschen schwierig geworden, an die alten Yakuza-Teile zu kommen. Die waren dann ja schon ein bisschen älter, für PlayStation 3 etc. pp. Aber jetzt haben sie halt die Trilogie da rausgehauen und es ist, ne? Du kannst alles auf der PS4 spielen. Das ist an sich ein Traum für mich. Das ist nice, shit's nice. Aber wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich mache erst komplett die Reihe quasi durch. Ergo, ich bin jetzt bei Yakuza 3. Dann machen wir 4, 5 Dead Souls, dann 6. Dann wahrscheinlich noch Judgment irgendwann zwischendurch. Und dann würden wir es zu 7. Also ich bezweifle, dass ich es bis zum Release von Yakuza 7 schaffen werde, da anzukommen. Das ist wäre ziemlich unrealistisch, aber trotzdem, na, you know. Wäre schon nice. Aber zurück zu Yakuza 7. Nämlich haben sie auch angekündigt, nicht nur, dass man in der neuen Stadt ist, wo ich schon gespannt drauf bin, weil wie gesagt, sie haben von Zero bis Kiwami 2 haben sie es echt geschafft, Kamurocho und Sotenbori wirklich so schön hinzukriegen und so detailreich hinzukriegen, wie es, glaube ich, nur maximal geht. Also in Kiwami 2 konnte ich gar nicht aufhören, darüber zu schwärmen, wie schön die Städte aussehen, die beiden. Aber, wie gesagt, ne, die neue Stadt ist alles nice, neuer Protagonist, ne, kann auch gut laufen. Was man bislang von ihm gesehen hat, gefällt mir. Er ist halt so dieser, er ist nicht mehr so wie Kiryu, er ist auch nicht wirklich Majima, also er ist halt mal was komplett Neues. Er ist halt dieser absolute Trash-Lord, so wie es aussieht. Aber das Größte, die größte Veränderung, mit der wir wahrscheinlich dann leben müssen, ist das neue Gameplay. Weil vorher war es mehr so ein Action-Adventure,
bisschen RPG drin. Nein, RPG eigentlich nicht. Es war kein bisschen RPG drin, das ist eigentlich Blödsinn. Es war mehr so ein Action-Adventure wirklich, wo die meisten Fights nur ein paar Minuten, ein, zwei Minuten gedauert haben gegen normale Street-Assholes. Das war kein großes Ding. Aber dann haben sie jetzt halt gesagt, so ja, wir machen jetzt ein Action-RPG draus und oh boy, das kann hart in die Hose gehen, aber es kann auch verdammt gut ausgehen, sagen wir es mal so. Weil was wir bislang davon gesehen haben, sieht fucking dynamisch aus, also unglaublich gut. Ich bin da sehr neugierig, was das angeht. Aber man muss auch halt gucken, weil normale so Street-Fights hast du halt in den alten Teilen, sag ich mal, bin von Sekunden oder ein paar Minuten abgewickelt und dann war ich gut. Jetzt in so Action-RPG-Sachen könnte so ein Random-Encounter dann schon etwas länger dauern und es könnte dementsprechend, das ist jetzt so meine Befürchtung, meine einzige Befürchtung eigentlich, dass sich das Gameplay irgendwann anfängt zu ziehen, weil sich das einfach ein bisschen länger ziehen würde. Aber wie gesagt, das warten wir mal ab, weil vom visuellen Effekt, die drehen irgendwie noch mehr durch als bislang schon. Offenbar hat es nicht gereicht, dass die Yakuza-Reihe absolut ausrastet. Jetzt müssen sie nochmal einen Schritt drauf gehen. Und seit Judgment offenbar haben sie sich gedacht, boah, nochmal einen Schritt. Wir können noch einen Schritt. Das ist noch nicht crazy genug. Komm, wir gehen noch einen Schritt. Und, ne? Don't get me wrong. I love this. Also, ne? Yakuza war schon immer so. Ich meine, selbst der fucking Baby Club, ne? Das Video habe ich gestern oder wann auch immer ich dieses Video hier hochlade, aufgenommen. Und hochgeladen, um genau zu sein. Und wenn Yakuza so crazy bleibt, wie es ist, dann habe ich absolut keine Befürchtung. Ich meine, im Trailer hat man gesehen, der eine Boss ist ein fucking Bugger. Das ist ein Bugger als Boss. Eigentlich kann es nur retarded werden und total over the top. Und ich werde wahrscheinlich jede Sekunde davon lieben, basically. Aber, ne, ich kann auch trotzdem noch Yakuza-Teile kritisieren irgendwo. Das hat man bei Kiwami gemerkt, also hat so seine kleinen Problemchen gehabt, basically, aber dafür jetzt nicht, ist nicht so wichtig. Sie haben es halt auch geschafft, jetzt noch mehr Zeug in Yakuza 7 einzubauen, wo ich nicht gedacht hätte, dass es möglich war. Jetzt haben sie auch noch Mario Kart da drin. Yakuza als fucking Kart Racer. Ich meine, es ist mal das Merkwürdigste, womit ich jemals gerechnet hätte und das ist von jemandem, der erwachsene Männer in Windeln verprügelt. Aber ein fucking Kart Racer? Well, fuck me sideways, aber das würde ich dann schon doch gern sehen, das klingt nice. Verdienst dein Geld offenbar mit Recycling und Leergut, also der Einzelhändler in mir mag das. Das ist, ne, wir dürfen sehr gespannt sein, was das angeht. Und ich bin persönlich echt hyped drauf und wenn ich mal bedenke, dass es schon Anfang nächsten Jahres rauskommen soll. Jesus, also Team Yakuza hat hier echt, ne, die haben einen Lauf. Aber es freut mich. Es freut mich sehr. Also seit Yakuza Zero habe ich mir gedacht, so, boah, die Reihe, ne, da willst du eigentlich mehr von sehen. Da willst du echt mehr von sehen, weil das ist irgendwo genau deine Nische. So bescheuert es auch klingt. Aber halt, ne, die Reihe fängt jetzt langsam an, so den Wind zu bekommen, den sie verdient und die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Weil in den Teilen, also jetzt gerade in Kiwami 2, steckt so viel fucking Liebe im Detail, dass es weh tut. Das seht ihr jetzt hier wahrscheinlich auch im Gameplay im Hintergrund. Und ne, allein die Stadt sieht so fucking awesome aus. Da wird dir einfach nicht langweilig, es zu sehen. Von daher, es ist so ein, ja, ne. Es ist schön. Ich vermisse es. Und ich würde am liebsten die ganze Zeit nur Yakuza streamen, aber das mache ich nicht. Keine Sorge, also, ne. Ich mache schon noch so, ich habe meinen üblichen Yakuza-Slot, aber keine Angst. Don't worry, be happy. Aber ja, ich wollte halt mal meine Meinung zu Yakuza 7 mit euch teilen und dass ich da eigentlich sehr offen bin, was das angeht. Obwohl es wirklich sehr zweischneidig sein kann. Weil, wie gesagt, meine Befürchtung ist halt, dass sich das Gameplay denn sehr, sehr in die Länge zieht. Und ich gucke gerade selber mal nochmal so durch den Trailer immer so ein bisschen durch. Halt auch, dass sie das Kampfsystem halt ein bisschen deeper machen wollen, als das es vorher immer war. Weil, seien wir ehrlich, Yakuza Gameplay, also halt das Gameplay vom Fighting-System, war immer sehr, sehr simpel. So relativ simpel. Easy to learn, easy to understand, Zeug. Aber wenn sie jetzt halt so eine Richtung gehen,
Ich habe schon gesehen, es gibt verschiedene, man kann verschiedene Klassen für seinen Protagonisten auswählen, von wegen Host oder Dancer oder abgefuckter Samurai-Typ. Also ich bin schon echt gespannt, in welche Richtung man da gehen kann und wie deep denn das Gameplay wird. Und ob es denn das halt so diesen Punkt erreicht, wo man sich sagt, so, ja, das, dann ist es mir egal, ob es halt, das, ob ein Fight länger dauert als vorher. Aber das werden wir dann sehen. Ich bleib sehr gespannt und ich bin froh, dass ich heute Morgen diesen Trailer nochmal gesehen habe. Weil ursprünglich hatte ich nur den normalen Launch, also nicht den normalen, den Announce-Trailer gesehen von Yakuza 7, wo halt ein bisschen die Story geteasert wurde. Wo er meinte, es ist halt ein bisschen Kiwami 1-ig. Aber heute habe ich denn heute von der Tokyo Game Show den neuesten Gameplay-Trailer gesehen und allein die Sache, dass man mit Kostümen verschiedene Klassen denn anfängt und all sowas, ich bin sehr gespannt. Es wird offenbar sehr Dragon Questig. Und Dragon sage ich da extra so, weil es ist sehr questig. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ne, wie gesagt, wenn ihr nochmal bei mir Yakuza durchgucken wollt, ich habe die Playlist von Zero, Kiwami 1 und Kiwami 2 unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr dann auf Twitch nachgucken, wann immer ihr wollt. Total kostenfrei, total unproblematisch. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. See you, Leute.